Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir einen offenen Stall. Wir brauchen einen Schuhkarton, eckige Holzstäbe, Geschenkband, Pappe, Eierkarton, Holzleisten und Briefklammern. Den Schuhkarton nehmen wir erstmal auseinander und schneiden die Seiten ab. Auch vom Deckel schneiden wir die Seiten ab. Den übrig gebliebenen Teil kleben wir so auf ein Stück Pappe, dass das Dach ein bisschen schräg nach oben steht. Jetzt steht natürlich ein bisschen was über, das schneiden wir alles noch ab. Auf das Dach kleben wir eine etwas größere Pappe. Sie sollte an allen Seiten ein bisschen überstehen. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. In die rechte Seite schneiden wir ein Fenster. Und jetzt beginnen wir den ganzen Offenstall mit langen Pappstreifen zu bekleben. Das sollen dann die Holzbretter sein. Jetzt fangen wir an, das Dach zu decken. Hierfür nehmen wir Eierkarton wegen der schönen Struktur und schneiden Dachziegel aus und kleben sie auf das Dach. Dazu braucht man wirklich viele Eierkartons. Deswegen sammle ich eigentlich das ganze Jahr über jeden einzelnen Eierkarton. Die unschönen Stellen verdecken wir mit schmalen Pappstreifen. Auch an der Bodenplatte verschönern wir die unschönen Stellen mit einer Leiste aus Pappe. Auch am Fenster kleben wir Pappstreifen an. Das wird dann der Rahmen. An der Unterseite des Fensters kleben wir einen etwas breiteren Streifen ein. Das ist dann das Fensterbrett. Später kleben wir noch eckige Holzstäbe an für das Fensterkreuz. Jetzt basteln wir den Zaun. Hierfür nehmen wir vierkantige Holzstücke und kleben sie als Pfosten auf die Bodenplatte. Jetzt Holzleisten ankleben. Ich habe mich für Holzleisten entschieden, weil Pappe wäre einfach zu biegsam und würde nicht schön aussehen. Und so sieht der gesamte Zaun aus. Jetzt basteln wir den Trenzenhalter. Hierfür nehmen wir wieder einen Pappstreifen und kleben einen Teil der Briefklammern an. Und diesen Teil der Briefklammern biegen wir vorher U-förmig und kleben ihn dann auf den Pappstreifen. Für die Futterkrippe brauchen wir eigentlich fast nur eckige Holzstäbe. Die kleben wir wie Sprossen aneinander. Und diese beiden Sprossenteile kleben wir V-förmig auf einen anderen Holzstab. Zweieckige Holzstäbe auch quer ankleben. Für das Dach nehmen wir wieder zweieckige Holzstäbe und kleben sie im 50-Grad-Winkel aneinander und dann auf die Futterkrippe. Auch für die Futterkrippe müssen wir ein Dach basteln, und zwar wieder aus Eierkarton, diesmal ein bisschen kleinere Dachziegel, kleben wir auf ein rechteckiges Stück Pappe. Das überstehende abschneiden. Und beide Dachteile dann auf die Futterkrippe kleben. Für den Dachfirst nehmen wir ein abgerundetes Stück Eierkarton und kleben es in die Mitte. Jetzt
Jetzt kommen noch der Ständer oder die Füße. Hierfür nehmen wir wieder eckige Holzstäbe und kleben sie wieder schräg an bzw. V-förmig. Wieder zwei Holzstäbe quer ankleben. Und da ist sie schon fast fertig, die Futterkrepe. Jetzt fehlt nur noch der Futterteller. Hierfür nehmen wir wieder eckige Holzstäbe und kleben sie auf ein rechteckiges Stück Pappe. Diesen Futterteller kleben wir jetzt noch unten an die Futterkrippe. Für die Striegelbürste nehmen wir eine Kinderzahnbürste und schneiden den Kopf ab. Noch ein bisschen zurechtschneiden und dann kleben wir noch ein kleines Stück von einem Geschenkband an. Die Borsten noch ein bisschen kürzen und schon ist die Bürste fertig. Jetzt basteln wir noch ein paar Halfter. Hierfür nehmen wir wieder Geschenkband und kleben es so, wie es in den Bildern hier zu sehen ist. Da haben wir alles nochmal im Rohzustand. Jetzt geht's wie immer ans Bemalen. Für das Dach des Stalls nehmen wir siennafarbene und terrakottafarbene Acrylfarbe, genauso beim Futterhäuschen. Den Stall bemalen wir innen mit ockerfarbener Acrylfarbe und außen mit roter Acrylfarbe. Alle Leisten und den Zaun und das Fenster bemalen wir mit weißer Acrylfarbe und das Futterhäuschen in brauner Acrylfarbe bemalen. So, dann können die Pferde oder Rentiere einziehen. Übrigens, falls ihr Interesse habt, ich habe auch eine Wichteltür gebaut. Die findet ihr auch hier in meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald, eure Steffi.